Hallo Burgerfreunde, heute machen wir diese beiden wunderbaren Double Pork Burger mit Stofferico Patty und Bacon umwickelt und das wird richtig lecker. Bleibt dabei. Für unseren Double Pork Burger habe ich hier mir bei YouBeef bestellt Stofferico Patties, das heißt, es ist Schweinefleisch, freue ich mich schon sehr drauf. Dann natürlich Bacon, auch von YoBeef. Burger Buns, hier habe ich Laugenbrötchen habe ich mir bestellt. Den Link dazu packe ich natürlich unten rein. Außerdem kommt da noch drauf ein bisschen Bacon Aioli, muss ja passen. Dann ein bisschen frisches Zeugs, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Tomate und Salat. Und für mich immer ein bisschen Senf dazu. Das Besondere an dem Burger ist, dass ich hier mir die Patties nehme und die mit Bacon umwickel. Also gehen zwei oder drei Scheiben Bacon gehen um die Patty rum und dann werden die ineinander quasi gebraten, schön angeknuspert. Und ich hoffe, dass der Geschmack dann hinterher auch wirklich richtig toll ist. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Boah, der riecht richtig gut. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich jetzt hier so ein bisschen was über Kreuz lege. Und darüber ein Mini-Bacon-Netz. So, das sieht super aus. Dann lege ich mein Patty hier rein. So ein Patty hat ungefähr 150 Gramm oder ziemlich genau 150 Gramm. Also eine schöne Portionsgröße. Lege ich den hier so rüber. So grillen wir das Baby gleich. Die beiden Patties werde ich jetzt schön auf den Grill anrösten. Dafür habe ich schon alle Brenner auf höchste Stufe gestellt. Werde beide Seiten schön crossbraten, dann in den direkten Bereich ziehen lassen und in der Zwischenzeit alle anderen Zutaten vorbereiten. Denn so ein Burger ist ja eine schnelle Nummer und genauso wollen wir den auch haben. Die Burger Buns schneide ich auf und werde die Innenseite nochmal buttern und den ganzen Buns dann nochmal antoasten. Wenn ich Burgerbrötchen aufschneide, mache ich normalerweise so auf 2/3 Höhe, weil ich möchte das Unterteil dicker haben als den Deckel. Dann kann das Unterteil schön den Saft aufnehmen und wir haben oben nicht so eine dicke Scheibe Brot. Die Unterseite kann dann gleich richtig schön den ganzen Saft aufnehmen. So, jetzt werde ich meinen Burger belegen. Alle Sachen sind fertig, sehen auch richtig gut aus. Ich fange an, indem ich unten einfach ein bisschen von dieser Bacon-Aioli dazu mache. Das passt sicherlich perfekt. Riechen tut die super. Wir haben Bacon, wir haben Schweinefleisch. Kann eigentlich nur gut sein. So, dann für mich als erstes ein bisschen was von dem Salat. Bei den Zutaten, was oben drauf kommt, ich meine, da kann man ja machen, was man möchte. Ich mag gerne ein bisschen frische Sachen dazu. Aber halt auch schön diese geschmorten Sachen. Dann hier ein bisschen Tomate.
Bei den Tomaten nehme ich immer diese Ochsenherztomaten, die finde ich super für Burger. Können wir jetzt direkt die Patties drauf machen und die sehen ja wohl richtig gut aus. Knuspriger Bacon, richtig geil, so habe ich mir das vorgestellt. Dazu noch ein bisschen Senf. Unanständig. Und frische Zwiebelringe, mag ich besonders gerne. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas Frisches, Herbes dazu, finde ich perfekt. Saure Gürkchen würden natürlich noch gut passen. Chilis vielleicht, ein bisschen noch hier. Jetzt noch den Deckel auflegen. Ja, und das ist ja mein amtlicher Burger. Ja, unsere beiden Burger sind fertig, sehen hervorragend aus. Jetzt muss ich die natürlich noch probieren. Dafür habe ich mir bei meinem Kumpel Rambo Messer geliehen. Dann schneiden wir mal auf und gucken, wie die geworden sind. Sieht da wohl richtig lecker aus. In drinnen noch saftig, ganz leicht rosa. Kann auch bei Schwein so sein. Perfekt. Geht Maulsperre. Super lecker. Durch den Bacon einfach spitzenmäßig. Die Bacon Aioli passt natürlich auch noch hervorragend dazu. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, probiert's aus. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Thank you.